Hallo und herzlich willkommen zurück zu FTL, Faster Than Light auf Kellerkind.org. Ich bin Speedy, ich fliege hier so ein bisschen mit der Enterprise durch die Gegend, ja, so heißt unser Schiff, und schauen wir mal, was uns im nächsten Sektor erwartet. Im Sektor Nummer, was weiß ich, wie viel, ich glaube 6 oder sowas, ja, Sektor Nummer 6, Zoltan Controlled. You arrive in Zoltan Space. From what you have heard, they anticipated the coming war and made preparations to hold their borders. Da ist unser Questmarker und das ist der letzte Sprung, den wir machen können. Wir brauchen dringend Sprit. Gut, Questmarker. You arrive at the last known location of the merchant delivery. You begin to scan for the lost ship. You find a severely damaged ship floating among some debris. The crew hails you. I can't believe that cheap bastard sent someone after us. I thought we would freeze to death. If you help us complete the delivery, we'll share the reward and join your crew. Promise to deliver the cargo and ask if any would be interested in joining our crew. Okay. They upload the delivery destination once on board. One takes you up on your offer, the rest you drop off at a nearby station. Und wir haben ein Antriebsfuzzi. Unserer ist aber besser. Also darfst du dich dahin mal begeben. Wir haben jetzt ein Kernproblem. Das wird interessant. Wir haben keinen Sprit mehr. Wir sind etwas aufgeschmissen, wir können nur warten. Ja, wir müssen warten. A small ship arrives with a message. This automated ship will provide refueling services once a monetary exchange is complete. Complementary amounts of fuel are available. Sehr gerne. So. Das ist so eine geile Mechanik. Wenn du keinen Sprit mehr hast, kannst du deinen Beacon anmachen. Dann kommen zufälligerweise irgendwelche anderen Schiffe mal vorbei. Nicht immer, aber häufiger. Und verkaufen dir Sprit. Das ist eine geile Mechanik. So, Distress. Das Problem an der Schuhe ist, wenn wir den Distress Beacon anmachen, kommen die Föderation noch, die Rebellen noch schneller. You arrive to find a lumbering Zoltan freighter with no one at the helm. It's a mystery what happened to the crew, but it'd be a shame to let the opportunity go to waste. 54 Scrap, 2 Treibstoff, das von eben hat sich mittlerweile schon wieder ausgezahlt. So, wir haben so viel Geld, ich bin geneigt, ein wenig Upgrades zu machen. Warte aber gerade noch darauf, dass wir einen Shop sehen. Wir müssen da unten hin. Das heißt, wir sollten da schnell hinjumpen. Und hier ist ein feindliches Schiff, ein großes feindliches Schiff, mit Eindringlingen an Bord. Okay. Junger Mann, du darfst dahin. Damit unsere Türen mehr halten. Die Drohnen deployen wir. Wir zerstören mal eure Waffen. So, und dann sollten wir eventuell unsere Crewmitglieder etwas umstationieren. Aber wir haben eigentlich keinen überschüssigen Kerl hier. Deswegen riskieren wir mal den Pfad. Ah, fuck. Doch, wir müssen den Typen hier drin lassen. Junge, dahin. Ah, ficken.
Was sind so viele? Wir werden hier. Das ist diese Taktik, die ich hasse wie die Pest. Wir haben so viele Crewmitglieder gerade verloren, das ist nicht mehr heilig. 62 Scrap. Bracken kennt sich mit dem Antrieb aus, also darfst du jetzt daran. Das hasse ich. Echt diese fünf Leute gleichzeitig Teleportiererei. Wie weit ist unser Antrieb? Gut, wir sollten dringend unsere Waffen erstmal reparieren. Das ist so echt das Mieseste, was man in dem Spiel hier machen kann. Gut, das lassen wir jetzt gerade noch laufen, so viel Zeit haben wir. Aber das ist so etwas, was mich definitiv aufregt, diese feindlichen Truppentransporte, die einfach dann Haywire machen. Naja, wenigstens haben wir nicht allzu viel Hüllenschaden genommen, aber wir haben zwei Crewmitglieder verloren. Das wird schwierig auszugleichen. Und wir haben hoffentlich genug Scrap, um uns in der nächsten, im nächsten Shop hier jemanden zu kaufen. Und hoffentlich verkaufen die uns jemanden. Bitte. Nein! Okay. Punkt 1, das macht keinen Sinn. Inside the room during a hacking pulse will be stunned for the duration. Sollte ein Shield Bypass allowing Crew, Bomb, Teleportation and Mind Control to work through. Super Shield? Nein. Drone Recovery Arm, das ist nützlich. Boarding. Ich würde gerne den Kampf zu den Gegnern führen. Egal, kaufe ich jetzt Treibstoff, alles was ihr mir geben könnt. Und und schon ist das ganze Geld wieder weg und wir haben nicht mal Geld, um irgendwie noch Crewmitglieder zu kaufen. Klasse. Schauen wir uns mal die Quest an. You find the station that had ordered your cargo. You drop it off and they respond, ignoring the fact that this is days late, we really appreciate that you delivered our material. We realize how dangerous the sector is these days. Take this as a payment. Dankeschön. Dankeschön. Wir haben wieder eine Reparaturdrohne. Aber wir werden den Gegner jetzt erstmal die Hölle heiß machen. System Repair ist mir jetzt nicht ganz so wichtig. Das lassen wir erstmal hier im Lager. Drone Recovery Arm ist wirklich wichtig, weil wir damit die Drohnen wieder ansammeln können, im Idealfall. Und die restlichen Waffen sollten ja wieder funktionieren. Wir haben 47 Scrap. Können wir da irgendwas mitmachen, um uns... Okay, 47 reicht nicht dafür, reicht nicht dafür. Wir können den Auto-Evasion erhöhen. Was ich jetzt hiermit auch getan habe.
So. Hermes aktivieren und wir haben Krankenstation depowered und dann können wir die Drohnen deployen. Das mit der Boarding wäre natürlich cool, wenn wir da noch eine Energie extra hätten. Kann man die irgendwo einsparen? Das sind 5% Evasion. Na, Sauerstoff können wir nicht depowern, weil wir ansonsten draufgehen. Gut, dann werde ich jetzt mal die Taktik versuchen mit Combat und Boarding. Schauen wir mal. So. Jumpen wir mal weiter. Wir müssen da hoch. Das heißt, oh Scheiße, wir müssen durch den Nebel. Gut. Hoffen wir das Beste. Das wird eine lustige Aktion. You jump into a debris field that used to be a Zoltan cruiser. Unfortunately, its NG escort takes you for the attacker and retaliates. Drohnensystem wäre sinnvoll, wenn wir das erstmal lahmlegen. Oh, Mann! Gib mir wenigstens mal eine Chance, das Ding platt zu machen. Mach das Drohnensystem kalt. Okay, unsere Raketen kommen nicht durch. Unsere Waffensysteme gehen gerade nach und nach den Geist auf. Ich denke, das wird unser Ende sein. Das regt mich jetzt etwas auf. Unser komplettes Waffensystem ist tot. Unser Drohnensystem ist defekt. Unsere Töne reagieren nicht mehr. Unser Sauerstoffsystem ist schon wieder im Eimer. Wir sind am Arsch. Das ist aber auch ein echt übermächtiger Gegner. Aber gut, kann man nicht ändern. Ich würde sagen, das war's erstmal für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich fürs Einschalten, aber ihr seht, so schnell kann es gehen. Man wird von den NG, die eigentlich mit uns positiv stehen, für den Feind gehalten und schon ist man einfach aus der Luft gepustet, weil unsere Waffen einfach nicht schießen. Aber gut. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Einschalten. Ciao.